Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wo wir uns befinden, habt ihr jetzt ja selber gesehen. Gedenk- und Mahnstätte in Gardelegen, Feldscheune, Isenschnibbe. Hier ist eines der schlimmsten Verbrechen der Nazis passiert und das kurz vor Kriegsende. Und zwar am 13. April 1945 wurden hier 1016 Menschen bei lebendigem Leib in einer Scheune gefärscht und verbrannt. Ich habe mir gedacht, dass wir heute mal hierher fahren, weil ich auch im Internet, es gibt zwar Artikel, es gibt auch bei YouTube, es gibt auch eine sehr interessante Doku mit vier Überlebenden, diese habe ich in der Beschreibung verlinkt. Habe mir aber gedacht, ich werde auch mal her, bin mit meinem Sohn zusammen her und werde euch mal mitnehmen, weil Geschichte darf nicht vergessen werden. Wenn die Geschichte vergessen wird, dann ist die Gefahr, dass sowas wiederholt werden kann. Ja? In dem Sinne, los geht's. Anfang April 1945 räumte die SS das Konzentrationslager Hannover-Stetten, ein Außenlager des KZ Neuengamme und mehrere Außenlager des KZ Mittelbau im Harz vor den heranrückenden US-Truppen. Bahntransporte brachten tausende KZ-Häftlinge in die Altmark. In den Ortschaften Mieste und Detzlingen kamen die Züge ungeplant zum Stehen. SS-Angehörige zwangen die Häftlinge zu Fuß weiter nach Gardelegen. Unterwegs ermordeten sie diejenigen, die nicht mehr Schritt halten konnten. Weitere Häftlinge starben an Unterversorgung, infolge von Misshandlungen durch das Wachpersonal oder durch Mitwirkung von Zivilisten entlang der Wegstrecke. In Gardelegen brachten die SS-Männer die KZ-Häftlinge zunächst in der Remonte-Schule, einer alten Kavalleriekaserne, unter. Am Abend des 13. April 1945 zwangen sie sie auf einem Fußmarsch an den Stadtrand zur dort gelegenen Feldscheune des Gutes Isenschnibbe. Unter Beteiligung von Angehörigen der Wehrmacht, des Reichsarbeiterdienstes, des Volkssturms und weiterer NS-Organisationen trieben sie die Häftlinge in die Scheune, verriegelten die Tore und setzten das Gebäude in Brand. Dafür hatten sie zuvor auf dem Fußboden verteilte Stroh mit Benzin übergossen. Menschen, die aus der brennenden Scheune zu fliehen versuchten, wurden erschossen. Nur wenige entkamen diesem gezielt geplanten Massenmord, der bis tief in die Nacht hinein andauerte. Die Häftlinge sollen es wohl geschafft haben, zweimal den Brand zu löschen. Anschließend wurden die Tore geöffnet und mit Panzerfäusten, Granaten und Maschinengewehren auf die Häftlinge geschossen. Am folgenden Tag erreichten US-Truppen Gardelegen. Einen Tag später entdeckten sie den Tatort. Sie verhinderten den Versuch der Täter, der städtischen Feuerwehr und des technischen Notdienstes, die Spuren des Massenmordes zu beseitigen. Diese hatten bereits mit dem Ausheben von Gräben begonnen, um die Ermordeten ohne Kennzeichnung zu verscharren. General Frank L. Keating, Oberbefehlshaber der 102. US-Infanteriedivision, ordnete eine Exhumierung an durch die Bevölkerung. Unweit der Scheune ließ er für die Opfer des Massakers einen Friedhof mit Einzelgräbern anlegen. Nur 305 der 1016 Toten konnten identifiziert werden. Eine Hinweistafel erklärte das Gräberfeld zum militärischen Ehrenfriedhof. Sie verpflichtete die örtliche Bevölkerung, die Gräber dauerhaft zu pflegen und das Andenken an die Ermordeten zu wahren. Auf Schändungen der Ruhestätte drohte die alliierte Militärverwaltung Strafen an. Auch unter sowjetischer Verwaltung ab Juli 1945 blieb der Ehrenfriedhof bestehen. Anfang der 1950er Jahre entstand am historischen Tatort eine städtische Mahn- und Gedenkstätte. Aus den baulichen Resten der steinernen Scheune ließ die SED eine Gedenkmauer errichten, die die ursprüngliche Fassade des Gebäudes andeutet. In den 1960er und 70er Jahren kamen weitere Elemente hinzu: zwei Flammenschalen, eine Rednertribüne, ein Aufmarschweg mit Fahnenmasten und den Steinen der Nation sowie eine Parklandschaft. Das offizielle Geschichtsbild der DDR vereinnahmte alle Kfz-Häftlinge pauschal als antifaschistische Widerstandskämpfer und verschwieg die Mittäterschaft vieler gesellschaftlicher Bevölkerungsgruppen am Massaker. Ideologische Kampfparolen zierten die Gedenkmauer.
Der Platz vor ihr war ein Ort für Massenkundgebungen. Dennoch blieb das Gelände stets auch ein Ort für individuelles Gedenken. Auf dem gesamten Gelände gibt es Tafeln mit Berichten, Hinweisen, wie es damals hier abgelaufen ist und was später entstand bezüglich der Gedenkstätte. Eines jedoch habe ich hier vermisst. Allerdings, da wir nicht im Dokumentationszentrum waren, ich gehe mal von aus, dort drinne ist es dokumentiert, und zwar der Name Karl Semmler. Karl Semmler war damals ein Kapo gewesen im Mittelbau Dora, wenn ich mich recht entsinne, und hat von Mittelbau Dora einen Zug nach Gardelegen begleitet, geführt. Hat auch die 1016 Leute unter anderem mit in die Scheune geführt. Zu DDR-Zeiten wurde dieser Mann als Held gefeiert und hat sogar das höchste Kreuz, die höchste Auszeichnung der DDR bekommen. In den 70er Jahren allerdings hat man Wind bekommen, dass er nicht Opfer war, sondern Täter war. Aber um großes Aufsehen zu vermeiden, wurde er wahrscheinlich gezwungen, von der Stasi weiterhin diese Rolle zu spielen. Sprich, er ist immer wieder auf diese Gedenkstätte aufgeschlagen, hat hier Reden gehalten und wurde weiterhin als Held gefeiert. Kurz nach der Wende allerdings wurde dann die Wahrheit bekannt. Allerdings war es da bereits zu spät. Das zur Geschichte vom Massaker von Gardelegen. Wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, in der Beschreibung gibt es einen Link, ein Video, was ungefähr 1 Stunde 22 Minuten geht. Dort geht es um 4 Überlebende, die dokumentiert werden, wie ihr Lebenslauf ist, wo sie waren, in welchem KZ sie inhaftiert waren und ihre Geschichte in Verbindung mit Gardelegen als Überlebende der Scheune. Most important of all, and that you have lost the respect of the civilized world. Thank you.
Ja, Leute, das war die Gedenkstätte in Gardelegen von der Feldscheune. Ich mache jetzt auch den Abschied ganz kurz, weil was soll ich da groß sagen? Ich hoffe, das war lehrreich, ist in euren Köpfen hängen geblieben. Wie gesagt, das ist leider eines der Kapitel, die nicht so bekannt sind, aber in meinen Augen auch eines der schlimmsten Verbrechen, die damals passiert sind. In dem Sinne, Leute, ja, was sage ich da? Teilt das Video, haut gerne was in die Kommentare und ich weiß nicht, was man da am Ende sagen soll. Ich hoffe, es war informativ. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.